Der 11. Bielefelder Hörsaal-Slam, wir präsentieren euch die Highlights und den neuen Moderator. Ein Morgen bei Herz 87.9 hinter den Kulissen einer Radiosendung. Haustiere während des Studiums, wann sie sich lohnen und wann eher nicht. 30 Jahre Erasmus, bei uns gleich Karin Kruse und sie erklärt, warum es wichtig ist, ins Ausland zu gehen. Und unsere Weihnachtsumfrage, was bedeutet euch Weihnachten? Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Campus TV. Freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Der 11. Bielefelder Hörsaal Slam war wieder ein riesengroßer Erfolg. Der Andrang war wie jedes Mal groß. Neu bei dem diesjährigen Hörsaal Slam ist der Moderator Jason Bartsch. Er tritt die Nachfolge von Sven Stickling und Nico Bein an. Unsere Reporterin Angie Starczyk stellt ihn euch einmal vor, beginnt aber mit euch, wie ihr darauf wartet, dass es endlich losgeht. Ihr seid ja schon ganz schön früh hier. Wie versüßt ihr euch die Wartezeit? Mit Bier. Zocken. Und ich bin kein Informatiker, das muss ich einmal anmerken. Wir haben Kekse gebacken. Was erwartet ihr denn von dem Abend heute? Ich hoffe, dass sich ganz viele Gefühle vermitteln. Am besten auch, oder so ein bisschen politisch kritisch, finde ich auch nicht schlecht. Einfach coole Texte und eine gute Stimmung. Schönen Abend einfach. Herzliches Hallo zum 11. Hörsaal-Slam. Wie ihr hinter mir seht, gibt es eine lange Schlange, wie jedes Semester. Es wird wie jedes Semester lange gewartet. Aber eine Sache ist neu. Es gibt einen neuen Moderator. Und den werde ich für euch finden. Das ist Jason Bartsch. Jason war schon beim letzten Hörsaal-Slam als Slammer dabei. Jetzt wurde er zum Moderator auserkoren. Und was ist mit deinem Vorgänger passiert? Ist er hier zufällig in der Fahrstraße irgendwo begraben worden? Nee, ich glaube, er ist in der Schweiz verloren gegangen. Wie ist es denn passiert, so vom Slammer zum Moderator? Also es läuft eigentlich, lief auch lange Zeit parallel. Mittlerweile ist es so, dass ich dadurch, dass ich auch Musik mache und auch eine Soloshow habe mittlerweile und damit auf Tour bin, nicht mehr so viel Zeit habe zu slammen. Aber das Moderieren macht mir schon mit am meisten Spaß. Deswegen kann ich das nicht ganz lassen. Und während sich das Audimax stetig füllt, wechsle ich noch ein paar Worte mit den Slammern. Wie geht es dir denn so kurz vor der Show? Mir geht's noch ziemlich gut. Ich muss sagen, ich habe die Größe tatsächlich unterschätzt, glaube ich. Es wird auf jeden Fall spannend. Was inspiriert dich denn so? Worüber schreibst du denn am liebsten? Eigentlich das, was mir so im Alltag begegnet. Also wenn ich irgendwie mich mit Leuten unterhalte, da kommt eine Idee auf und dann wird das genommen und daraus wird dann ein Text gemacht. Wir haben dieses Semester zum ersten Mal einen neuen Moderator. Mhm. Was wünschst du ihm? Ich wünsche ihm super viel Spaß und super viel Glück und ich glaube, er macht das richtig, richtig gut. Wir kennen uns auch schon eine Zeit lang und da mache ich mir keine Sorgen. Ich sag's dir jetzt einfach mal, Jason, wenn du das siehst, ganz viel Spaß, tolle Reaktion und einen wunderschönen Abend mit uns allen. Herzlich willkommen beim Hörsaal-Slam in Bielefeld. Auftritt Jason. Der DJ wird vorgestellt. DJ John Spector! Die Jury ausgewählt. Unseren ersten Juror davor, ne? Und dann geht es auch schon mit dem ersten Slammer des Abends los. Mach es gerne. Das Wummern der S-Bahn wirkt auf mich wie Meeresrauschen. Bitch, 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 bitch. Wahrscheinlich hatte sie auch ihre Tage, daher durfte sie das. Der besteht nur aus Spinat und aus Wirsing und aus Dünger. Respekt! Wir singen zusammen einen alten Schlager, den ich nur von ihr kenne. Aber wenn ich in diesem Hörsaal sitze und das Gefühl habe, meine Existenz hängt davon ab, was ich für ein Zeichen hinter das Gleich schreibe, dann wird das einfach nicht gut. Oh ja, ein Veggie, der in der Schulkantine klingt unfassbar wild. Bitte erzählen Sie uns mehr davon. Und wie ist das Bielefelder Publikum so? Wie immer, wundervoll. Das ist jetzt geschleimt, jetzt mal ganz ehrlich. Man redet ja immer so von ostwestfälischer Lethargie, so. Aber ich finde, man merkt schon, dass es einfach ja, junge Menschen sind, die schon Bock haben. Ich meine, die stehen ja zum Teil stundenlang an, um einen guten Platz zu bekommen und die sind laut. Schisch. Auf der Bühne entpuppt sich Jason als Multitalent und überrascht das Publikum mit einer Tanz- und Gesangseinlage. Das habe ich mal bei Nicki Minaj gesehen. Aber das große Finale steht noch bevor. Denn war das da gerade Star Wars oder Facebook Live in Syrien? Alle Gutmenschen, willkommen, Klatscher, Pegida, Proleten trauern beim Anschlag am Kudamm, sonst interessieren wir uns wenig.
weshalb ich schreie, aufspringe, auf einem verkackten Igel-Massageball ausrutsche und vornüber in den Gewichtsturm vom Stahlmann stürze, der verschreckt das Seil loslässt. Denn ich sehe dort eine Frau und ihr Gesicht ist voller Schatten. Mit den Tränen aufgestaut trägt sie Ohren voller Watte und so zieht sie durch die Gassen und ihr Blick ist fest gesenkt. Mit den Händen in den Taschen gibt sie den Körper als Geschenk. Die Gewinnerin des 11. Hörsaal-Slams ist Letizia Wahl. Und jetzt werde ich zu einer Diva. Rastet aus für Letizia Wahl! Aber auch Jason erntet seinen wohlverdienten Applaus. Zum Schluss schnappe ich mir noch die Gewinnerin vor die Kamera. Kotzen, Menstruation, du nimmst dir kein Blatt vor den Mund. Ja, ich finde, das ist ein Thema, über das muss man auch reden können und dürfen und sollte nicht tabuisiert werden. Und wie feierst du deinen Sieg heute noch? Ja, da war ja Bielefelder Luft drinne. Wir haben die gerade schon aufgemacht und probiert. Und ich glaube, die wird jetzt noch vernichtet. Und wir wollen vielleicht später noch einen frechen Sekt trinken, meinte Jason jedenfalls. Apropos Jason, wie fandest du denn seine Leistung heute Abend? Ja, Jason ist super. Also ich kenne ihn ja auch schon länger von Bühnen und als Moderator. Und er macht ja auch Solo-Programme und ist einfach... Ja, das Beschissen an ihm ist, dass er so ein perfektes Rundumprogramm ist und deswegen mag ich ihn, weil er einfach in allem, was er macht und was er anfasst, super ist. Wie hat euch denn der Abend gefallen? Ziemlich gut. Also ich fand die Stimmung echt super und die Slammer waren auch alle sehr unterschiedlich. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin zufrieden, ja. Und wie fandet ihr den Jason denn heute? Hat er seine Sache gut gemacht? Auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge Humor reingebracht. Doch, das war sehr schön. Auch sein Gesang, Rap, ja, es war... Mal was anderes. Und wieder ist ein Hörsaal-Slam vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich helfe da unten mal beim Abbau. Tschüss! Freuen wir uns also auf die nächsten Hörsaal-Slams mit Jason. Und wenn ihr den Hörsaal-Slam noch einmal schauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir haben den aktuellen, aber auch alle vorherigen Slams noch einmal online gestellt auf unserem YouTube-Kanal. Ja, das hier ist es, unser Studio. Orange-weiß-grüne Wände, ein Holztisch und ein Monitor im Hintergrund. All das kennt man, wenn man Campus TV bereits gesehen hat. Anders bei den Kollegen von Herz, denn sie kann man nur hören. Außer heute, denn Katharina Mesch hat sich mit der Kamera auf den Weg in die Herz-Studios gemacht und begleitet einen Morgen lang die Kollegen bei der Vor- und Nachbereitung ihrer Sendung. Vielen von uns Bielefelder Studenten ist unser Campusradio Herz 87.9 ein Begriff. Bei vielen ist es vielleicht sogar der morgendliche Lieblingsradiosender. Was aber schon alles bei Herz passiert, während wir noch unseren Marmeladentoast oder unser Porridge essen, wissen wir nicht. 15 Sekunden. Julia, die seit einigen Wochen ein Praktikum bei Herz macht, hat uns mal ein paar kleine Eindrücke in ihren Morgen gegeben. Wenn ich zum Beispiel Nachrichten machen muss, dann muss ich halt schon um 8 Uhr hier sein morgens. Dann habe ich auch schon die meisten Nachrichten am Vorabend fertig gemacht. Die müssen dann um 8 Uhr nur noch einmal abgenommen werden und nochmal die aktuellsten Nachrichten dazugefügt werden. Und dann bin ich auch schon um 9 Uhr dran. Die Landesregierung NRW will im kommenden Jahr unter anderem in Kultur und Wissenschaft am stärksten investieren. Philipp, der heute die Morgensendung moderiert, gehört schon etwas länger zum Herz-Team. Ich habe 2012 angefangen, im Juli, mit einem Praktikum damals, also 5 Jahre schon her, weil ich damals in den Journalismus schon wollte. Das war damals mein Ziel. Ich hatte erst überlegt, Journalismus zu studieren in Hannover, habe mich dann aber umentschieden hier für die Uni Bielefeld, weil ich hier mit Herz eben diesen starken Praxisbezug dann habe. Die Moderation, die wir morgens im Radio hören, ist nicht immer so ganz spontan, wie sie sich für uns vielleicht anhört. Ja, die Vorbereitung fängt eigentlich dann so am Nachmittag vor der Sendung an. Ich bekomme dann vom Chef vom Dienst die ganzen Themen, die in der Sendung vorkommen werden. Und ja, gucke mir die dann an, recherchiere zu manchen Themen ein bisschen was, überlege, wie ich die so angehe, wie ich die aufziehen will, ob ich irgendwelche O-Töne brauche. Und dann schreibe ich mein Skript. Das dauert dann vielleicht so 2 Stunden für 2 Stunden Sendung. Vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger, kommt immer drauf an, wie cool ich die Themen finde. Aber auch wenn die Aufnahmeleuchte ausgeht, die Regler nach unten geschoben werden und wir vielleicht schon in der Mensa sitzen, ist die Arbeit noch nicht getan. Ich mache jetzt hier gerade die Nachbereitung der Sendung. Das heißt, ich packe beispielsweise den Mensaplan ins System. Der läuft ja bei uns dann immer jede Stunde bis 2 Uhr. V-Tipps, also Veranstaltungshinweise, kommen gleich rein. Genau, das ist dann so die Sachen, die man nach dem Senden macht. Ich habe ja eben die Nachricht nochmal aufgenommen
Und jetzt muss ich die Aufnahme zurechtschneiden und die Lautstärke nochmal anpassen, damit die dann gleich in einer Stunde nochmal gespielt werden kann. Alle, die sich für Radiojournalismus interessieren, können also bei Herz 87.9 richtig viel lernen. Wir sind ja bei Herz 87.9 auch immer in Kooperation mit der Landesanstalt für Medien und bekommen da Profiseminare. Beispielsweise Christoph Flach von 1Live macht Moderationscoaching. Und da ist man sehr gut gewappnet für den Profijournalismus, jedenfalls wenn man ein bisschen länger bei Herz dabei ist, was Praktika angeht, aber eben auch was den Einstieg ins Berufsleben angeht. Wir haben auch ein gutes Netzwerk mittlerweile aufgebaut von ehemaligen Herz-Leuten, die jetzt beispielsweise beim Deutschlandfunk arbeiten, beim Bayerischen Rundfunk, und allein deshalb mit der Erfahrung und dem Netzwerk kommt man durch Herz sehr gut eigentlich in den Profijournalismus. Und wer weiß, vielleicht hört ihr euch auch schon bald selbst in unserem Campusradio. Und wer jetzt auch Lust hat, bei Herz einmal mitzumachen, gar kein Problem. Dort wird jedes Semester ein Seminar angeboten zum Mitmachen und Mitgestalten von Herz. Und das Gleiche gibt es auch bei uns hier von Campus TV. Alle Informationen dazu gibt es im EKVV. Prüfungsangst, Zukunftsunsicherheit, aber auch die geringen finanziellen Mittel, die uns Studierenden während unseres Uni-Alltags begleiten, können oftmals unbewusst das Stresslevel erhöhen. Haustiere können bei der Stressbewältigung durchaus behilflich sein. Allerdings sind mit ihnen natürlich auch immer Aufgaben und Pflichten verbunden. Jana Heppner hat 3 Haustierbesitzer getroffen und die sagen uns, warum es so wertvoll ist, Haustiere zu haben. Katzen, Vögel, Fische oder doch lieber Meerschweinchen? Welches Haustier eignet sich eigentlich für Studierende? Also warum ich mich für ein Haustier erstmal entschieden habe, weil ich Tiere liebe. Ich bin schon ziemlich tierverrückt, und Meerschweinchen, weil sie eigentlich so mit am pflegeleichtesten sind. Alleine war es halt immer ein bisschen doof, weil wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt oder so, dann ist es halt schon irgendwann fehlt einfach etwas, gerade wenn man mit dem Hund eigentlich groß geworden ist. Ja, warum für Katzen? Denn für einen Hund habe ich leider zu wenig Zeit und auch zu wenig Lust, immer mit ihm rauszugehen. Da haben sich Katzen halt einfach angeboten. Ich habe mich für Haustiere entschieden, weil ich Haustiere liebe. Ich wollte auch, bevor ich jetzt hier angefangen habe zu studieren, eigentlich Tiermedizin studieren, also mit Tieren zu tun haben. Also von der Zeit her geht das super, weil Katzen eigentlich sehr anspruchslos sind. Sie sind froh, wenn sie zweimal was zu fressen kriegen, das Katzenklo sauber ist und man ab und zu mit denen kuschelt. Nervig ist halt bloß manchmal, wenn man am Lernen ist, dass sie dann halt wirklich um einen herum touren oder auf den Schoß legen wollen. Nein, das geht auf jeden Fall mit der Zeit von der Uni. Also ja, wenn ich am Schreibtisch sitze, klar, quieken die, wollen Futter oder manchmal auch ein bisschen Beachtung. Es klappt schon, aber es ist trotzdem ganz gut, in der WG zu wohnen, weil ich, wenn ich lange arbeiten muss oder über Nacht mal weg bin oder mal im Urlaub bin, generell keine Zeit habe, die Tiere zu füttern oder mich um sie zu kümmern. Ich habe schon in Bielefeld gewohnt, wo die erste Katze eingezogen ist. Allerdings ist es dann schwierig geworden, eine Wohnung zu finden, als ich hier eingezogen bin. Ich habe den Katzen halt viel Zeit gelassen, hier alles in Ruhe zu erkunden, und hatte eigentlich gar keine Probleme mit. Also Urlaub könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich Freunde habe, die auf die aufpassen würden. Auslandssemester würde mir, glaube ich, ein bisschen schwer fallen, wenn ich denn die so lange nicht sehen würde. Aber theoretisch, glaube ich, würden sich meine Eltern dann weiter um die kümmern. Doch. Auslandssemester schon mal gar nicht. Urlaub ist schwierig, weil ich eben immer gucken muss, dass sich wer um die Katzen kümmert. Aber ein Wochenendtrip ist eigentlich immer gut machbar. Im Notfall kümmern sich halt meine Nachbarn um die Katzen oder eine Freundin. Also es findet sich eigentlich immer jemanden. Zwischendurch geben wir auch gemeinsam was aus dafür. Und die Kosten sind jetzt für Kleintiere nicht so hoch, wie wenn wir jetzt Katzen oder Hunde hätten. Es klappt mit den Kosten, wenn halt irgendwie etwas ansteht wie eine nicht vorhersehbare OP oder so, dann könnte ich halt immer meine Eltern fragen. Aber an sich ist es wirklich so, dass die Kosten sehr erschwinglich sind. Und in meiner Kindheit hatten wir auch viele Haustiere, bis auf Hunde. Und das ist halt eine Möglichkeit, jetzt schon zu schauen, wie es ist im Studium, Haustiere zu haben, bevor man später arbeitet und dann noch Haustiere haben will, ob man es zeitlich hinbekommt. Das ist eigentlich egal, wie man wohnt. Es ist einfach immer schön, wenn man nach Hause kommt und es wartet wer, der eigentlich nur gekuschelt werden möchte oder Hunger hat. Also Meerschweinchen auf jeden Fall und auch Kaninchen oder Katze könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sowas wie ein Pferd, glaube ich, ist eher schwieriger, aber das ist ja auch kein direktes Haustier mehr. Egal für welchen tierischen Mitbewohner man sich schlussendlich entscheidet, die Anschaffung muss gut überlegt sein.
Ja, eins geht mit Haustieren nicht so ganz einfach, nämlich am Erasmus-Programm teilzunehmen. In diesem Jahr feiert es schon sein 30-jähriges Jubiläum und ist heute eines der weltweit größten Programme für Auslandsaufenthalte von Studenten und Studentinnen. Bei uns ist jetzt Karin Kruse. Sie ist seit 26 Jahren Erasmus-Hochschulkoordinatorin. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Ja, hallo. Welche Bedingungen muss man denn erfüllen, um an dem Programm teilnehmen zu können? Ja, die Bedingungen sind eigentlich ziemlich einfach. Man muss Studierender sein hier an der Uni, seit einem Jahr eingeschrieben sein und man kann sowohl im Bachelorstudium als auch im Master als auch im Doktorandenstudium am Programm teilnehmen. Welche Chancen habe ich denn überhaupt genommen zu werden? Chancen sind sehr, sehr gut. Deswegen können wir immer alle Studierenden auch nur ermutigen, das zu machen. Also man bewirbt sich an der Fakultät. Man muss halt gucken, welche Partnerhochschulen die jeweilige Fakultät hat. Und dann bewirbt man sich mit Motivationsschreiben und Transkript und gegebenenfalls einem Sprachnachweis. Und der Erasmus-Koordinator, die Erasmus-Koordinatorin in der Fakultät entscheidet dann. Gibt es denn ein bestimmtes Auswahlverfahren, nach dem sich die Auswahl richtet? Also Auswahlverfahren, die Idee ist eigentlich, dass wir möglichst alle Studierenden ins Ausland bringen wollen, die das möchten. Aber es gibt natürlich manchmal mehr Bewerbungen auf einen Platz bei bestimmten renommierten Hochschulen. Und da muss es ein Auswahlverfahren geben. Wie gesagt, das entscheidet die Fakultät. Und dann können natürlich auch Noten eine Rolle spielen. Und das Motivationsschreiben ist eben auch immer ausschlaggebend. Jetzt sind Sie seit 26 Jahren die Koordinatorin. Was hat sich denn in der Zeit alles geändert? Ja, es hat sich einiges geändert. Natürlich sind erstmal viele Länder dazugekommen. Von Anfang 16 sind wir jetzt bei 33 Ländern. Also neben den 28 EU-Staaten nehmen noch Norwegen und Island, Liechtenstein, die Türkei und Mazedonien teil. Und wir haben viele Partnerhochschulen, also über 350 Verträge haben wir mit Hochschulen. Also das heißt, die Breite, das Spektrum ist viel, viel größer geworden, als es das mal war. Und eben, man kann mehrfach das Programm nutzen. Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, die Bielefelder Studierenden sind eher diejenigen, die eher an der einen Uni bleiben, anstatt irgendwie ins Ausland zu gehen. Können Sie das aus Ihrer Arbeit bestätigen? Also natürlich könnten es immer mehr sein, aber es so, die Zahlen sind steigend. Es gehen immer mehr Studierende bei uns auch ins Ausland. Wir versuchen alles, sie zu motivieren. Aber es könnten natürlich auch immer noch mehr werden. Vielleicht sollte ich noch ergänzen, man kann nicht nur zum Studium ins Ausland gehen, sondern man hat auch die Möglichkeit, über Erasmus gefördert zu werden, wenn man ein Praktikum macht. Aber da muss man sich dann selber was suchen oder wird das auch vorgegeben? Genau, Praktikumsplatz muss man sich selbst suchen. Das kann man natürlich dann auch in einem dieser 33 Länder. Und man kann, meinetwegen, wenn man Lehramtsstudierende ist, sucht man sich eine Schule, an der man ein Praktikum macht oder an einem Unternehmen, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert. Das ist also sehr viel breiter möglich, als wenn man jetzt an die Partnerunis gebunden ist. Was ist denn für Sie der wichtigste Punkt zu sagen, ich mache mit bei Erasmus? Ja, das Wichtigste ist also einmal diese Auslandserfahrung zu sammeln, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen, Sprachkenntnisse verbessern. Aber ich finde es eben auch einen ganz wichtigen Gedanken, dass man in Europa mobil ist. Man fühlt sich hinterher mehr als Europäer oder Europäerin. Und ich finde das Programm ganz wichtig, auch um diesen rechtsradikalen Strömungen entgegenzuwirken. An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich jetzt Fragen hätte? Ja, Sie wenden sich erstmal an uns. Wir sind das Erasmus-Team im International Office der Uni Bielefeld. Wir geben allgemeine Informationen und dann verweisen wir natürlich auch auf die Fachkoordinatorinnen in den Fakultäten, bei denen dann die Bewerbung läuft. Wann ist die nächste Frist? Die nächste Frist, 31. Januar für das akademische Jahr 18/19 in den meisten Fakultäten. Manchmal ist es auch erst im Februar oder März. Das erfragt man am sinnvollsten in den Fakultäten selbst. Alles klar. Vielen Dank, Karin Kruse, war das die Hochschulkoordinatorin für Erasmus hier an der Uni Bielefeld. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. In der Mensa gibt es weihnachtliche Spezialitäten. Die Unihalle riecht nach Glühwein und dann steht da auch noch ein riesengroßer Tannenbaum. Klar, es ist Weihnachtszeit und das haben wir uns zum Anlass genommen, einmal bei euch nachzufragen, was ihr so bedeutsam an Weihnachten findet und ob ihr euch noch an ein ganz besonderes Geschenk erinnern könnt. Das beste Geschenk war, glaube ich, eins für meine Schwester und mich zusammen, als wir noch Kinder waren. Das war irgend so ein Playmobil-Set. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und lange mitgespielt. Die Playmobil-Ritterburg fand ich schön. Zu meinem 8. Geburtstag, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Das beste Geschenk war eine Babyborn, als ich klein war. Ja, also da war ich jetzt 4 oder so. Ne? Ich habe mal, als ich ganz klein war, habe ich von meinem Bruder so eine ganze Playmobil-Burg bekommen. Das war ganz lässig. Ich glaube, an Weihnachten wird uns am besten klar, wie gut es uns hier eigentlich geht und
wie viel trotzdem noch an unserer Gemeinschaft arbeiten können, aber natürlich auch anderen. Also sozusagen die Zeit der Erinnerung an Gutes. Einfach aufeinander zu hocken, 3 Tage lang zu essen, mit zusammen zu sein und einfach eine gute Zeit zu haben. Für mich ist es einfach so eine besondere Zeit, in der ja, man vielleicht auch einfach ein bisschen herzlicher ist und ja, eine sehr schöne Zeit. Ich liebe die Weihnachtszeit. Weihnachten für mich ist ganz viel Familie und diese ganze Weihnachtsstimmung vorher und einfach eine schöne Zeit und vielleicht auch ein bisschen Schnee, würde mich auch freuen. It's happiness. It's a commercial event. No. Wir gehen dann immer in die Kirche, auch wenn man selbst nicht so oft alleine geht, aber ja, das gemeinsame Abendessen und Bescherung, das Übliche. Erster Weihnachtstag, die ersten Großeltern, zweiter Weihnachtstag, die zweiten Großeltern, ist eigentlich immer so. Da ich muslimisch bin, versuche ich immer sozusagen ein gutes Beispiel für meine Gemeinschaft zu sein. Dadurch, dass wir uns in vielen Sachen einig sind, versuche ich dann sozusagen gemeinsame Werte dann besonders in Fokus zu bringen, wie beispielsweise Geschenke an Bedürftige oder Essen an Bedürftige oder allgemein einfach nur das Fragen nach dem Empfinden eines anderen. Ich würde sagen, da sind unsere Gemeinsamkeiten am stärksten und das versuche ich dann auch nachzugehen. Ne? Heiligabend dann in der Dorfdisco gehen, wo man eigentlich so die alten Bekannten aus Abiturzeiten kennt. Das Schlechteste ist, ich habe mal einen Bürostuhl bekommen und ich dachte, es war ein Riesenpaket, das war irgendwas viel Geileres, das war nur ein neuer Bürostuhl. Einen Zipper, den ich nie getragen habe. Absolut hässlich. Ich habe mal eine Gitarre zu Weihnachten bekommen, ich glaube mit 12. Ehrlich gesagt, hätte ich mir das überhaupt nicht gewünscht. War sehr traurig zu dem Zeitpunkt. Das waren kratzige Socken von meiner Oma, die hat die selber gestrickt, aber die Baumwolle, die war so kratzig. Mein Vater hatte mir irgendwann mal so Urzeitkrebse geschenkt. Und ich glaube, ich habe das Geschenk halt sogar nie aufgemacht oder sowas. Kennst du diese Urzeitkrebse, die man früher gekauft hat? Sowas habe ich halt bekommen. Zum Schluss haben wir noch einen Last-Minute-Tipp für euch. Wer bislang noch keine Geschenke oder gar eine Geschenkidee hat, der wird sicherlich im neu eröffneten Unishop fündig. Souvenirs, Kapuzenpullover, Weihnachtsartikel und neuerdings auch Gutscheine lassen sich dort finden. Die ehemalige Kontaktstube befindet sich seit Anfang Dezember in der Unihalle und zwar in der alten Postfiliale. Und damit war es das auch schon wieder von Campus TV für dieses Jahr. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das Jahr 2018. Bis dahin. Tschüss.